Ein neuer Gegner hat den Ring betreten und es ist KielFS und damit willkommen zu einer weiteren Runde Pokémon Tekken Online bei mir, eurem Feuerstachel. Heute habe ich mir überlegt, wir machen einen simplen, leicht zu merkbaren Matchcode, unter dem ihr jederzeit entweder gegen euch, falls ich nicht aufnehme, oder sogar gegen mich, falls ich aufnehme, zocken könnt. Und der Code wird sein Stachels, den müsst ihr dann simpel... Wow, ist das eine epische Mucke. Den müsst ihr dann simpel beim Freundschaftsmatch zuerst auf Kampf gegen jeden, nicht nur Kampf gegen Freunde, dann Matchcode benutzen und beim Matchcode Stachels eingeben und ihr könnt jederzeit gegen meine Community, gegen euch oder gegen mich in der Aufnahme antreten. Und auf Wunsch von euch habe ich mir heute mal Mega Mewtwo genommen, beziehungsweise eben das Schatten-Mewtwo, aber es ist gleichzusetzen mit Mega Mewtwo, weil schaut euch mal seine Moves an, der hat wirklich richtig viel drauf. Ich weiß, dass er ein bisschen overpowered ist, weil seine Moves unberechenbar sind und er ist ein Techniker, da er allgemein sehr, sehr starke, unberechenbare Moves innehat. Aber ihr wolltet ihn unbedingt sehen, deswegen dachte ich mir, ist er doch perfekt dafür geeignet, ihn in den zweiten Online-Matches, beziehungsweise im zweiten Online-Match-Part gegen euch zu verwenden. Und nein, sorry, du wirst mich jetzt nicht blätten, sondern ich zeige dir nochmal ganz kurz und geschmeidig meinen Limit-Schlag, der wie immer Welten zerstört. Und das ist jetzt keine bloße Klausel oder ich sag's einfach so, ich blau ihn aus. Der zerstört wirklich die gesamte Erde. Der hat noch 10 KP. Nein, komm. Die 10 KP will ich dir auch noch nehmen. Und thanks dafür. Kopfnuss des Todes hatte ich in die ewigen Jagdgründe hinabgeschickt. Aber er hat sich schon richtig gut geschlagen mit Glurak. Ich glaube, er wird ein echtes Problem werden. Erst recht, da er jetzt einen Limitschlag hat. Und im Allgemeinen, Kiel hat mir schon in der Skype-Gruppe, wo ich gerade eben mich mit euch zusammen ausgetauscht hatte, wegen der gesamten Aufnahmen, angedroht, mich richtig zu plätten. Und ich glaube, das wird er jetzt auch machen. Na dann, zeig mal, was du so drauf hast, kleiner Kiel. Das war jetzt nicht so wörtlich gemeint. Du kannst mir auch ruhig noch ein bisschen mehr Freiraum lassen, ne? Geowurf. Ist das mein Untergang? Wow, wie viel zieht der ab? Der zieht gerne 200 ab. Glurak hat schon echt drauf und Glurak X. Eines der stärksten Pokémon im Competitive. Wird mir jetzt auch ordentlich die Hölle heiß machen, oder? Wie sieht's da aus? Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir warten ab, bis sein Limit hinüber ist. Aber ich glaube, das war nicht die beste Taktik, denn dadurch konnte er mein Schild zerstören und mich so weit hinabtreiben, um mich zum K.O. zu treiben. Naja, 1:1. Es geht in die spannende letzte Runde. Mal schauen, ob er jetzt den Sieg an sich reißen kann, aber ich glaube schon, so wie es aussieht. Oder kann ich mich gegen Glurak behaupten? Ich meine, wir haben schließlich Mega Mewtwo in der Schattenform. Habe ich übrigens auch nur durch die Amiibo-Karte erhalten, welche der Erstausgabe von Pokémon Tekken beiliegt. Die müsst ihr dann simpel im Startmenü auf das NFC-Pad stellen und ihr haltet Mega Mewtwo, ohne die Story gespielt zu haben. Ist teilweise echt cool. Also mir gefällt zumindest, weil da muss ich die Story nicht durchspielen und kann es euch auch schon so zeigen. Den anderen freischaltbaren Charakter müsst ihr allerdings in der Story langwierig freischalten. Das wird ein bisschen, naja, schwieriger. Was ich cool finde, immer wenn man im Mega-Modus ist, gehen die Gegner die ganze Zeit für den Schild. Weil sie einfach denken, ich würde den Limitschlag ausführen, so wie hier zum Beispiel. Deswegen kann man simpel immer die Greifangriffe ausführen, die dann auch schon ganz schön viel Schaden machen. Erst recht, wenn man im Mega-Modus ist. Weil schaut euch das hier an. Wir haben ihn allein durch die Greifangriffe geplättet. Echt nice. Und Mega Mewtwo, sorry, Schatzen Mewtwo natürlich, zeigt mal wieder, was für eine Kraft in ihm wohnt. Wow. Der sieht echt schon ziemlich maskulin und stark aus. Mit ihm würde ich mich niemals anlegen. Glurak hat mir gerade eben irgendwie ein bisschen leid, dass er gegen ihn kämpfen musste. Naja, weiterer Levelaufstieg auf Stufe 16, denn ich habe mit ihm heute schon ein bisschen online gezockt. Er ist recht, da fast jeder den im Online-Modus verwendet hatte, dachte ich mir dazu, yo komm, ziehen wir eben zum Mainstream-Gedöns dazu und schnappen ihn uns auch mal. Und weiter geht's gegen den nächsten von euch, gegen den nächsten Herausforderer. Und zwar ist es Alex. Er hat von 51 Kämpfen 35 gewonnen. Und sein Motto ist Hardcore-Trainer. Wenn das nichts werden kann, oder wenn das jetzt mal nichts wird, dann weiß ich auch nicht. Lucario allgemein hat echt schon was drauf. Ich nehme ihn auch gerne in Pokémon Tekken zusammen mit Logok und Gengar, einfach weil die drei eine richtig gute Kombi haben. Es sind jetzt keine Overkills, das heißt, sie können jetzt nicht alle ohne Probleme plätten, so wie zum Beispiel Skelabra im Fernkampf,
sondern man muss bei ihnen schon so ein paar Techniken anwenden, um halbwegs was zu reißen, aber wenn man sie kann, dann haben sie es echt schon so ziemlich drauf, so wie ihr gerade eben auch sehen könnt. Das heißt, er macht mir gerade richtig Stress. Ich muss versuchen, irgendwie mich wieder zurückzuschlagen, indem ich jetzt von oben angreife, aber nope. No chance. Komm, lass mich ein bisschen so. Da kam der Haken von unten und hat mir den Rest gegeben. Lief jetzt allerdings nicht ganz so gut für mich. Er hat mich ziemlich schnell wieder zurück in die Patrouille geschickt gehabt. Da müssen wir was ändern. So, komm. Finks, Angriff abbrechen. Dankeschön. So. Schild kam zu spät. Ich habe meine maximale Respondenz. Oder mein Limit-Modus. Er setzt seinen allerdings auch ein. Wird er ihn gleich einsetzen? Oder wird er mich versuchen, zuerst noch zu plätten? Er ist nicht derjenige, der direkt danach den Schild einsetzt, sondern so einer, der jetzt auch noch versucht, ein bisschen was aus eigener Kraft zu reißen. Allerdings glaube ich, er läuft jetzt in meinen Limitschlag rein, oder? Ganz genau. Und der wird mir schon so ein bisschen helfen, hier halbwegs auf die Beine zu kommen. Komm, haut da rein. Seht ihr den kleinen Punkt da unten? Das ist er und jetzt ist er weg. So, nur noch 240. Schaffe ich es noch? Ich habe es noch geschafft. Na also, geht doch. So. Ich könnte es jetzt rein theoretisch schaffen, ihn zu plätten. Schaffe ich's? Ja, komm. Das halte ich mir schon als gute Möglichkeit zu, es zu schaffen. Was? Netcode? Netcode? Sag mir nicht, er ist ausgestiegen, weil er jetzt gedacht hat, oh, ich werde jetzt vielleicht geplättet. Nee, ich gehe einfach mal davon aus, die Bio hat gedacht, nope. Lucario darf nicht verlieren. Und weiter geht's im letzten Fight gegen Gengar und Maxim. Zwei Techniker treten gegeneinander an, das heißt, wir dürften ziemlich viele trickreiche Moves erwarten. Und es wird allgemein ziemlich spannend werden. Sie haben wenig KP, viele Tricks. Das kann was werden, Freunde. Das kann was werden. Jetzt aktuell in der Duellphase gegen Gengar, der die ganze Zeit Hypnose spammt. Der übrigens auch durch den Schild durchgeht. Der geht bei den meisten Angriffen sogar durch den Schild durch, der kleine Gengar. Ziemlich fieser Kerl, du. Allerdings werde ich jetzt ein bisschen Einhalt gebieten. Ja, die ganze Zeit Spam bringt bei mir leider nichts. Das reicht nicht, da ich jetzt meinen Megamode habe. Ist er auch so jemand, der die ganze Zeit in den Schild reingeht? Nein, er geht weiterhin auf Hypnose. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Naja. Hat er meinen Limitschlag echt austoleriert? Indem er die ganze Zeit auf Hypnose ging? Das geht doch nicht. Was ist das für ein Spammer? Er spammt die ganze Zeit Hypnose. Ey, ist das ein Kampfstil, den man wirklich gut heißen kann? Oder würdet ihr eher sagen, nope, ist doch total öde. Er hat die ganze Zeit nur Hypnose gespammt und mich da nicht mehr rausgelassen. Ich würde sagen, erstmal GG dafür, dass es geschafft hat, es mich in diese Lage rein zu versetzen, dass es ohne Probleme machen kannst. Weil ich habe keine Chance gehabt, irgendeinen Knopf zu drücken. Aber andererseits ist es doch wirklich öde, wenn man die Gegner praktisch in dieser Situation hat und ihn dann die ganze Zeit zuspammt. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ihr darüber denkt, aber ich denke auf jeden Fall darüber. Klar, ansonsten haut ja schon ziemlich vielseitige Attacken raus. Wie hier zum Beispiel, aber das gerade eben war wirklich nicht so das Wahre, würde ich mal so halbwegs sagen. Deswegen kriegst du einen Strafstoß, der sich gewaschen hat. Warum er da auch nicht blockt, weiß ich nicht. Anscheinend denkt der Angriff ist die beste Verteidigung. Ist es ja auch in den meisten Fällen, wie man im letzten Match gesehen hatte. Aber manchmal kann es auch besser sein, auf vollen Angriff zu gehen. Und beziehungsweise auch mal den Schild rausholen. So, da haben wir ihn. Und ich würde sagen, die letzte Runde wird es entscheiden. Er hat jetzt allerdings seine Limitanzeige voll und ich habe ein bisschen Angst vor Mega Gengar. Erstens, dass sein Limitschlag durch den Schild durchgeht. Und zweitens, da er allgemein overpowered ist, wenn er die ganze Zeit wieder eine bestimmte Attacke spammt, die wir wahrscheinlich gleich wieder zum Gesicht bekommen werden. Oder er ist fair und spammt in dem Fall dann nicht mehr ganz so oft, was ich hoffe. Aber gut, mal schauen, wie das ausgehen wird. So. Bitte nicht die ganze Zeit wieder Hypnose spammen, aber wenn du das nicht machst. Okay, spammst jetzt die ganze Zeit das. Okay. Ist es wieder dein Move, die ganze Zeit zu spammen? Nice, also Spammer an die Macht. Cool, finde ich auch cool. Und ciao. Wenn er nichts dagegen machen will, nehme ich mir den gerne mit. Okay, und weg mit dir. Ich weiß jetzt nicht, warum er seinen Limit-Modus nicht aktiviert hatte. Wahrscheinlich hat er gedacht, no, den hebe ich mir fürs... Keine Ahnung, wofür er den aufheben wollte. Vielleicht hat er es nicht gesehen gehabt, dass er ihn hatte. Naja.
würde ich sagen, haben wir zu verdient gewonnen, halbwegs zumindest. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Merkt euch den Code Stachels und haut rein, euer Feuerstachel.